dass es wohl doch bald noch eine Nintendo Direct geben wird. Außerdem ist die Switch auf Mega-Erfolgskurs und Super Mario 3D World könnte schon bald auch auf der Switch erscheinen, denn dafür gibt es eine ganze Menge Hinweise. Also schaut auf jeden Fall mal rein, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und jetzt legen wir los mit der News. Ach ja, machen wir es ganz schnell, denn momentan überschlagen sich ja wöchentlich die Gerüchte um eine neue Nintendo Direct oder um eine Full Direct. Jeff Grubb von VentureBeat will jetzt auf jeden Fall mal wieder mehr wissen und der hat ja schon einiges korrekt vorhergesagt, denn der hat sehr viele Kontakte zur Industrie und der sagt jetzt tatsächlich, es wird zwischen dem 11. und 22. August definitiv noch eine Nintendo Direct kommen. Er nennt sie allerdings Wildcard Nintendo Direct und Wildcard steht im Grunde genommen dafür, dass er nicht weiß, was diese Nintendo Direct bedeuten soll. Ob es wieder ein Partner-Showcase ist oder ob es irgendwas anderes ist. Ob die nun kommen wird, wissen wir natürlich noch nicht. Er hat schon einiges richtig vorhergesagt, aber einiges auch falsch vorhergesagt, was natürlich damit zusammenliegen kann, dass Nintendo durchaus auch intern das ein oder andere Mal verschiebt, wenn was geleakt wurde. Aber schauen wir auf jeden Fall mal, was bei rumkommt. Ich hätte schon Bock, mal ein bisschen mehr über das Line-Up 2020 zu erfahren. Übrigens, das Line-Up 2020 in der letzten Breaking News habt ihr ja erfahren, dass Pikmin 3 Deluxe auch für den Nintendo Switch erscheinen wird. Und das Ding wurde erstmal für 59,99 € gelistet, wurde jetzt aber von verschiedenen Händlern schon auf 39,99 € runtergesetzt. Darunter sind zum Beispiel Amazon, Link unten in der Beschreibung, Mediamarkt und Saturn. Die haben sich jetzt alle geeinigt und hey, das Ding kostet jetzt 39,99 €. Der einzige Ausreißer ist tatsächlich der Nintendo eShop selbst, denn da kostet Pikmin 3 Deluxe tatsächlich noch 59,99 €. Ich gehe davon aus, dass Nintendo das bald auch ändern wird, aber interessant ist auf jeden Fall ein Preisunterschied von 20 € schon. Aber noch weitere Software-News gibt es bereits, denn Nintendo Tokyo, beziehungsweise um genau zu sein, das Nintendo Entertainment Planning and Development Team sucht einige Artisten für 2D-Spiele oder Jump'n'Runs oder Adventures. Und das könnte darauf hinweisen, dass definitiv nochmal was von Nintendo in 2D kommen wird. Und ja, was vermissen wir natürlich? Ein neues New Super Mario Bros. Denn Super Mario Maker gibt es schon und ja, das für die Wii U gab es ja schon vor einer Weile auf der Nintendo Switch. Also gehe ich mal fest davon aus, dass man dafür sucht. Aber vielleicht ist es auch ein komplett neues Team, beziehungsweise ein neues Projekt. Würde mich auf jeden Fall freuen, auch mal wieder das ein oder andere Experiment von Nintendo zu sehen. Aber kommen wir nochmal zu anderen Themen und zwar wurde ja Temtem, also das heißt der Pokémon-Klon und den kann man mit Fug und Recht Pokémon-Klon nennen, wurde ja von der PS4 und der Xbox One auf die Next-Gen verschoben. Also das heißt, Xbox-Besitzern wird es wahrscheinlich eh am Ende egal sein, aber PlayStation 4-Besitzer haben schon so einen kleinen Schrecken im Nacken und müssen jetzt auf die PlayStation 5 setzen. Jetzt hatte man natürlich ein bisschen Angst, dass es nicht mehr auf der Nintendo Switch erscheinen wird, weil das ist ja dann quasi die Last-Gen-Konsole der drei, aber die haben gesagt, Temtem wird auch weiterhin auf der Nintendo Switch erscheinen. Und zwar irgendwann im Jahre 2021. Also lassen wir uns da mal überraschen. Aber es gibt natürlich noch andere Themen auf der Nintendo Switch. Und zwar, wer sich auf PGA Golf auf der Nintendo Switch gefreut hat, was ja von 2K kommt, der wird jetzt wohl einen kleinen Wermutstropfen erleben müssen. Denn PGA Golf 2K21 wird ja auf anderen Systemen mit einem Kurseditor ausgeliefert. Also das heißt, ihr könnt eure eigenen Golfkurse machen, aber das wird erstmal nicht auf der Nintendo Switch möglich sein. Das hat jetzt 2K bestätigt. Allerdings haben die auch explizit erstmal gesagt. Vielleicht wird es noch per Patch nachgereicht, aber die Version wird es nicht von Anfang an dabei haben. Also das heißt, wenn ihr Interesse an dem Spiel habt und euch mit Kumpels messen wollt wegen Kurs bauen, dann sei euch geraten, kauft euch die PlayStation 4 oder Xbox One Fassung.
Eine kleine Newsmeldung gibt es allerdings noch zu Paper Mario and the Origami King. Wenn ihr an einer bestimmten Stelle nicht weitergekommen seid im Spielverlauf, dann hilft euch jetzt der neueste Patch 1.0.1. Der behebt nämlich einige Spielfehler, zum Beispiel bei einigen Toads, wo ihr dann nicht weitergekommen seid oder ähnliches. Also das heißt, wenn ihr diese Probleme hattet, dann guckt mal in die Patch Notes, sind unten natürlich in der Beschreibung drin und da könnt ihr dann mal schauen, ob irgendein Fehler bei euch aufgetaucht ist und ab der Stelle sollte es jetzt ohne Beschädigung des Safe Games auch weitergehen. Weitere Software ist unter anderem Carrion und das Spiel kommt ja sehr gut bei den Leuten an, wurde schon sehr oft verkauft. Allerdings gab es so einen kleinen Fauxpas auf der Nintendo Switch, denn tatsächlich ist da ein Logo eingeblendet worden, wo jeder selbst interpretieren kann, was er wohl darunter verstehen. Einige denken, das ist eine auseinandergerissene Katze. Ich sehe da was anderes. Aber das wurde jetzt offiziell ausgetauscht gegen das offizielle Spiellogo und damit ist wieder alles schick. Aber das ist wirklich ein Kuriosum und könnte wieder mal so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunpfahl auf Nintendo sein, die mal wieder nicht gut genug kuratieren. Hoffen wir einfach mal, dass in Zukunft sowas alles nochmal geprüft wird. Und weitere Ports werden uns wohl erwarten, denn schon ganz lange ist ja Super Mario 3D World in den Gerüchten für die Nintendo Switch und dass es definitiv irgendwann dieses Jahr noch erscheinen wird und da gibt es jetzt weitere Hinweise drauf, denn vorhin hatten wir ja Pikmin. Und Pikmin wurde aus dem Wii U Shop entfernt, nachdem Pikmin 3 Deluxe angekündigt wurde. Und auch die Webseite wurde dazu entfernt. Also die offizielle Wii U Seite, die gibt es nicht mehr. Das wird jetzt alles weitergeleitet zur offiziellen Nintendo of America Seite von dem dementsprechenden Spiel, also Pikmin 3 Deluxe. Und genau dasselbe ist jetzt tatsächlich mit Super Mario 3D World geschehen. Ob das jetzt so ein Standardvorgang bei Nintendo ist oder schon eher ein eindeutiger Hinweis darauf, dass das Spiel definitiv auch noch auf der Switch erscheint, das wage ich jetzt erstmal nicht zu sagen, aber eigentlich weist alles eindeutig darauf hin. Animal Crossing Fans, aufgepasst, es gibt einige neue Sachen, die ihr unbedingt beachten müsst, wenn ihr eure Trauminsel behalten wollt. Denn tatsächlich löscht die Nintendo, wenn einige Sachen nicht dementsprechend, was Nintendo so vorlegt. Hacker haben zum Beispiel rausgefunden, wie man Sternsplitter über Bäume vermehren kann. Und das haben viele sich zu Nutzen gemacht, um vor allem bei Nacht ihre Insel in schönen Schein erstrahlen zu lassen. Aber es gab noch viel andere Sachen, die Nintendo bemängelt. Unter anderem werden nämlich Inseln mit diesen hackbaren Gegenständen gelöscht. Oder aber ihr macht irgendwelche unflätigen Symbole da drauf mit irgendwelchen Gegenständen, die es bei Animal Crossing gibt. Oder aber andere Sachen und die habe ich euch natürlich auch noch unten aufgelistet. Interessant fand ich zum Beispiel neben den Standardsachen wie zum Beispiel Hassparolen oder irgendwelche rechten Inhalte natürlich auch Verweis auf Social Media Kanäle, die Nintendo auf Dauer dann halt auch rauslöschen wird. Also das heißt, wenn ihr euren Twitter-Account oder YouTube-Account da angebt, dann gefällt das Nintendo unter anderem nicht. Aber gegen das Vermehren der Sternsplitter hat man nun auch eingegriffen, denn diese werden jetzt tatsächlich nicht mehr möglich sein durch den neuen Patch, der jetzt rausgebracht wurde. Wer also die aktuelle Version spielen will, wird es nicht mehr schaffen, die über die Bäume zu vermehren. Unter anderem sind da allerdings auch andere Gegenstände von betroffen, denn das war ein allgemeines Problem. Aber kommen wir doch mal zu den Nintendo Switch Verkaufszahlen und die sind wirklich beeindruckend. Ich meine, das waren sie die letzten Quartale schon, aber die Nintendo Switch hört einfach nicht auf, sich immer noch krass zu verkaufen. Die hat nämlich jetzt das Ziel von 61,44 Millionen Einheiten erreicht und das war der Stand von Ende Juni. Wir sind mittlerweile im August und Ende Juni galt noch, dass man das Nintendo Entertainment System, also das heißt die Originalkonsole von Nintendo, noch nicht eingeholt hatte. Das Nintendo Entertainment System hat sich damals 61,91 Millionen Mal verkauft und sollte jetzt von der Nintendo Switch schon längst überholt sein, wenn die Verkaufszahlen so weitergehen. Alleine im letzten Quartal hat sich nämlich die Nintendo Switch 5,36 Millionen Mal verkauft, also das heißt, da sind wir dann wahrscheinlich schon weit über dem NES. Und die Nintendo Switch wird tatsächlich der Wii langsam wirklich gefährlich, denn das ist die einzige Konsole, die noch vor der Nintendo Switch ist, wenn man jetzt mal von den Verkäufen für die stationären Konsolen ausgeht. Wenn wir jetzt noch den 3DS mit reinnehmen, dann sind wir da knapp bei 75 Millionen Stück. Also das heißt, auch der muss noch geschlagen werden. Bei den stationären Konsolen, wie gesagt, ist allerdings nur noch die
wie vorne dran. Auch bei den Softwareverkäufen muss die Nintendo Switch definitiv noch eine Schippe draufpacken, denn die sind gerade bei 406 Millionen Einheiten. Die Wii hat 921 Millionen Einheiten abgesetzt, also ganz knapp nur die Milliarde verpasst, hatte allerdings auch viele günstige Casual-Spiele und die sind bei der Nintendo Switch jetzt nicht so arg vertreten, außer im eShop bei den 99-Cent-Titeln, die keiner haben will und aus Versehen gekauft werden. Aber ja, es geht natürlich um die Nintendo-eigenen Produktionen und da dürfen wir natürlich wahnsinnig gespannt sein, was da noch so rauskommen wird. Ein gutes Stück konnte man sich nach den Steuern auch noch abzwacken. 850 Millionen Euro Nettogewinn konnte Nintendo im letzten Quartal einspielen. Also das heißt, da kommt eine ganze Menge bei rum und ich glaube, das wird auch weiter so gehen. In der Hoffnung einfach mal, dass PlayStation 5 und Xbox nicht zu viel Marktanteil abgreifen, aber die spielen ja auch schon in einer ganz anderen Liga. Vielleicht wird sich da gar nicht so viel dran ändern. Und bevor es zu den Empfehlungen geht, der Entwickler Skip wurde geschlossen. Wem das jetzt nicht sagt, die haben damals Shiburobo auf dem 3DS gebracht. Also das heißt, also dieses kleine, knuddelige Roboterspiel hat sich wohl nicht so gut verkauft. In den letzten 5 Jahren hat man von den Entwicklern nichts mehr gehört, aber mittlerweile sind wohl die Büros geschlossen und ausgeräumt und auch das Firmenschild ist nicht mehr existent. Naja, wieder ein Entwickler, der von uns geht, aber ich glaube, mittlerweile ist das so zum Alltag geworden, dass es echt schade ist, wenn ein Entwickler, der gerne mal was anderes probieren will, auch darunter leiden muss. Und jetzt kommen wir mal zu den Empfehlungen der Nintendo Switch. Und ganz ehrlich, unter den Neuerscheinungen gibt es gerade nicht wirklich viel. Pikmin wurde ja für den 30. Oktober angekündigt, aber ui, das ist ganz schön lau diesen Monat. Das Einzige, was rausgekommen ist, ist Tiny Racer. Das gibt es gerade 20% vergünstigt, von 9,99 € auf 7,99 € runtergesetzt. Aber ich bin ganz ehrlich, im Trailer sieht das jetzt nicht so spektakulär aus, ehrlich gesagt. Und ob man das Geld darin investieren sollte, da müsst ihr euch selbst irgendwie, auch wenn ihr Micro Machines Fan seid, informieren. Die Videos, die ich dazu geguckt habe, die sind nicht so besonders, aber es ist halt eine Neuerscheinung. Aber Bethesda macht ganz große Wochen im Budgetsegment und da könnt ihr jetzt Skyrim digital für 29,99 € abgreifen. Das Spiel kostet normalerweise 60 €, also das heißt, wenn ihr kein Cartridge-Käufer seid, dann schaut doch da einfach mal rein. Ansonsten schaut mal unten bei meinem Partner Instant Gaming vorbei, da gibt es das vielleicht noch ein paar Euro günstiger. Aber es gibt noch andere Titel, unter anderem zum Beispiel Doom 3 für 4,99 €, Doom 64 für 2,49 €, obwohl noch nicht mal Doom Eternal auf der Nintendo Switch rausgekommen ist, aber vielleicht erfahren wir da ja bald mehr. Und als absoluten Spartipp für euch Slender The Arrival für 1,79 €, wenn ihr ein bisschen Bock habt auf Trash-Grusel. So, das war's aber auch schon mit dieser Nintendo News und ihr könnt gerne eure Meinung dalassen, aber auf jeden Fall den Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat und unten den Abo-Button drücken und pressen, bis er grau wird. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, bis zum nächsten Mal und ciao!